Was sagst du eigentlich, was ist eigentlich deine Meinung zum Mob-Vote? Ich finde das Mob-Vote, um ehrlich zu sein, komplett beschissen. Warum finde ich das Mob-Vote beschissen? Du hast drei Mobs, die potenziell geil sein könnten und musst dafür dich abstimmen, dass du eins von den ganzen Dingern bekommst. Und das ist sowas von Abfuck. I mean, dieses Mal gab's, was gab's denn? Es gab eine Krabbe, es gab ein Armadillo. Und es gab einen Pinguin. Ich glaube, Armadillo hat gewonnen, richtig? Ich weiß es nicht, sonst korrigiere mich. Und jetzt werden die zwei anderen Mobs komplett weggeworfen. Das heißt, es gibt keinen Pinguin, der dafür sorgt, dass du im Wasser schneller mit dem Boot bist. Es gibt keine Krabbe, mit denen du zwei zusätzliche Blöcke abbauen kannst von der Range her. Und wie bekommst du diese Mobs, richtig? Diese Mobs waren wahrscheinlich schon mal, glaube ich, drinnen in dem Patch. Das heißt, die Leute werden sich das wieder rausgrabben und das als Mod zur Verfügung. Genau derselbe Scheiß wie diesen Copper Golem und dem anderen Mob, was ich nicht mehr im Kopf habe. Haben es auch nicht ins Spiel geschafft. Warum? Ja, weil es so ist. Und die haben irgendwie, wie ich verstanden habe, sogar gesagt, ja, dieses Jahr haben wir voll viele Votes bekommen. Und alle wollten Armadillo haben. What the fuck? Wieso kein Pinguin? Alle lieben Pinguine. Ich hätte mir vorgestellt, dass echt entweder ein Pinguin reinkommt. Einfach weil Pinguine einfach immer cute sind. Ich kenne keine Person, die Pinguine nicht mag. Oder die Krabbe einfach nur wegen der Usability. Nein, es kommt ein Armadillo rein. Was kannst du mit diesem Armadillo machen? Ich glaube, das war eine Wolfrüstung, ne? Wow. Hast eine Rüstung für deinen Wolf. Ganz super. Prost, Mahlzeit. Wölfe, wer benutzt, sorry, dass ich sage, aber wer spielt noch mit Wölfen in Minecraft? Zähmst du ein, zwei Wölfe und die stellst du irgendwo in deinem Haus in die Ecke, damit du eine schöne Dekoration, sorry, ich sage aber in dem Fall wirklich eine Dekoration hast, aber sonst kenne ich das gar nicht. Ich kenne keine Person, aber wirklich keine Person, die aktiv mit Wölfen spielt. Die programmieren drei Mobs. Die programmieren drei Mobs. Die greifen die Ideenkiste und holen sich drei Mobs raus und schmeißen zwei Stück weg. Stell dir vor, beziehungsweise ich versetze mich in die Lage. Ich wäre Entwickler oder allgemein, wir nehmen ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du machst irgendwas. Es ist cool. Die Community oder andere Leute feiern das. Aber dein Chef sagt, nein, das schmeißen wir jetzt einfach weg. Das schmeißen wir jetzt einfach weg. Ein Safe Call. Wenn die irgendwann mal dann, wenn die dann keine Features mehr haben, das irgendwann nochmal ausgraben, sagen, ah, guck mal, wir haben vor 5 Jahren damals Mob-Vote gemacht mit Kram, jetzt bringen wir die doch rein. Das ist doch so dumm. Bill, vor deiner Arbeit, die du gemacht hast, die von anderen Leuten gewertschätzt wird, wird einfach in den Müll geworfen. Nö, hat's leider nicht geschafft. Zeit und Liebe investiert, nö, scheiß drauf.